das war schon ein immenser Schock. Dieser laute Knall, ein Schrei, der durch Mark und Bein durchgeht. Also da hatte man Sorge, dass da was passiert ist, aber man kann vom Glück sprechen, dass echt niemand verletzt ist. Ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Mein Name ist Rolf Erbe, Pressedienst der Berliner Feuerwehr. Was ist der Grund für den heutigen Einsatz? Hier in Weidmannslust hat es einen Unfall gegeben. Ein PKW ist über den Gehweg durch eine Begrenzungsmauer in einen Hauseingang gefahren. Dort standen zwei Stützen eines Balkons, die ebenfalls beschädigt wurden. Hier wurde gemeinsam mit einem Statiker dann entschieden, dass wir mit Absturzmaßnahmen hier den Balkon jetzt sichern. Bei dem Unfall sind drei Personen leicht verletzt worden und auch in eine Klinik gekommen. Könnten Sie das Vorgehen noch mal schildern, also dieser Aufbau der Stütze? Hier ist unsere sogenannte Rüstgruppe tätig. Das bedeutet, wir haben Spezialfahrzeuge mit Werkzeug für die technische Hilfeleistung und auch einen Abrollbehälter, der mit Rüstmaterial auch bei einsturzgefährdeten Bereichen Abstützmaßnahmen, also mit dem Material kann man Abstützmaßnahmen da durchführen. Und diese Spezialtechnik ist jetzt hier auch zum Einsatz gekommen. Nicht sehr viel dieser Technik. Wie wir sehen im Hintergrund, es sind drei Stahlrohrstützen hier gesetzt worden, die jetzt erstmal für eine Sicherung des Balkons sorgen. Denn der Hintergrund wird ja wohl sein, dass der dann einsturzgefährdet sein könnte. Man kann in solche Gebäude nicht hineinschauen, deswegen haben wir hier auch von der Bauaufsicht jemand gehabt, einen Fachmann, der das beurteilt. Die Feuerwehr würde ansonsten nur absperren und gemeinsam hier mit der Bauaufsicht wurde dann diese Maßnahme so entschieden. Hinter Ihnen ist der Rüstwagen der Berliner Feuerwehr zu sehen. Können Sie noch mal genau sagen, was ist ein Rüstwagen und wie unterscheidet der sich von einem Löschfahrzeug? Ein Rüstwagen ist ein spezielles Fahrzeug, was ausschließlich für die technische Hilfeleistung eingesetzt wird und was dann auch zusätzliches Material dabei hat, was ein normales Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug nicht hat. Das bedeutet auch größere hydraulische Rettungsgeräte, auch spezielle Rettungsgeräte und eben auch Material für solche Tätigkeiten, wie wir sie jetzt hier finden. Ferner ist ein Kran der Berliner Feuerwehr von Lieb her im Einsatz. Was ist die Möglichkeit dieses Krans? Der Kran hat also nicht nur die Möglichkeit, Lasten anzuheben, sondern wir haben auch eine technische Beladung und vor allem hier sind auch noch zwei speziell geschulte Einsatzkräfte, die dann hier an der Einsatzstelle mit unterstützen. Deswegen kommt bei solchen Einsatzstellen immer der Kran mit zum Einsatz. Hatten Sie erwogen, für den heutigen Einsatz die Hilfe des THWs anzufordern? Und falls nein, wie wägen Sie das ab? Wie entscheiden Sie, ob der THW hinzuzuziehen ist oder nicht? Das technische Hilfswerk ist hier heute nicht zum Einsatz gekommen. Das ist hier auch ein Einsatz, den die Berliner Feuerwehr selber auch bewältigen kann. Das technische Hilfswerk ist eine Bundesanstalt, das heißt, es muss ein Amtshilfeersuchen geben. Und das müssen dann ehrenamtliche Kräfte auch alarmiert werden. Und so wie man mir hier von der Einsatzleitung her gesagt hat, wurde dann entschieden, nach Rücksprache auch das THW heute hier nicht zu alarmieren, denn es ist keine so große technische Hilfeleistung gewesen. Wir waren jetzt hier etwa eine Stunde am Ort tätig. So wurde dann entschieden. Heute wurde die Straße mal nicht abgesperrt, Weidmannslusterdamm. Wahrscheinlich ist es auch immer sehr aufwendig, gerade an so einem Sonntag. Gibt es da Kriterien oder Parameter, nach denen entschieden wird, ob die Straße eines Einsatzes abgesperrt wird oder nicht? Absperrung für die Absperrung an Einsatzstellen ist dann grundsätzlich die Polizei zuständig. Wir haben hier eine Sicherung der Einsatzstelle vorgefunden, also nicht die Straße abgesperrt. Wir haben ja auf der Gehwegseite ausschließlich gearbeitet. Und von daher hat man, damit es hier nicht zu noch größeren Behinderungen kommt, diese Straße hier nicht komplett gesperrt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre ausführlichen Auskünfte. Sehr gerne.
Arbeitsfeld gebrochen worden. Gut zur Hilfe hier. Ja, Sie sind aber trotzdem, das ist schön, dass Sie einen Presseausweis haben, dann müssen Sie sich beim Einsatzleiter melden und dann fragen. Und dann können Sie gerne auch Bilder machen, aber nicht einfach eine Einsatzstelle betreten. Bitte gehen Sie auf die andere Straßenseite.